Hallo und herzlich willkommen hier bei smart24.net mit einem neuen Produkt von EH Pro für euch, und zwar ist das der Billow V3. Gucken wir uns gerade mal an. EH Pro Billow V3. Schauen wir uns das gerade mal an. Kommt also hier in dieser neuen Verpackung. Hier nochmal alle wirklichen Informationen direkt drauf. Das Ganze einfach aufklappen. Hier steht auch nochmal, was alles im Paket natürlich enthalten ist. Dann finden wir hier natürlich zum einen eine Bedienungsanleitung, die natürlich nicht fehlen darf. Da könnt ihr auch nochmal alles durchlesen, wie wird das Gerät bestückt, wie sieht das mit den Coil aus, wo kommt die Watte hin, alles findet ihr natürlich auch nochmal in der Anleitung. In dem großen Set natürlich enthalten einmal wieder Watte und natürlich fertige Wicklungen. Das heißt, ihr könnt das Gerät direkt wickeln und einsetzen. Ersatzglastank haben wir natürlich hier drinnen noch, Dichtungen, Schrauben und natürlich einen Imbus. Also wirklich alles, was man benötigt, ist hier schon drin. Braucht dann nur ein bisschen Liquid, dann kann es losgehen. Der Billow V3 ist dann hier nochmal extra in Folie eingepackt. Die wir jetzt hier einfach mal öffnen, um an den Verdampfer zu kommen, den wir uns jetzt auch erstmal in Ruhe ansehen. Ich lasse ihn jetzt gerade mal kurz hier laufen. Dann seht ihr hier oben schon mal Billow V3 natürlich. Schön abgesetzt, also wirklich ein sehr schlichter, schöner Verdampfer. Hier oben das Drip-Tip. Das kann natürlich hier auch durch jedes übliche Drip-Tip natürlich ersetzt werden. So, der Billow V3 verfügt natürlich auch über ein Top-Filling-System. Diesmal ist es aber nicht, dass man die Top-Cap abschrauben kann, sondern man kann sie zwar abschrauben, aber man zieht jetzt einfach hier hoch und kommt dann hier quasi an der Seite ins Top-Filling-System, um den Verdampfer also komplett zu befüllen. Die Gummidichtung hier ist, sollte mit Liquid befeuchtet sein, damit das auch vernünftig lange hält. Einfach wieder runterdrücken und dann ist das auch verschlossen. Mehr ist dazu nicht zu sagen. 510er Anschluss hier natürlich. Airflow Control lässt sich natürlich auch, je nachdem wie man es haben möchte, gut einstellen. Und wir haben natürlich hier auch eine Liquid Control, wo ihr also wirklich, je nachdem welches Liquid ihr einsetzt, den Billow V3 einstellen könnt. Schrauben wir den Billow jetzt gerade mal auseinander, damit wir ans Herzstück kommen. Und das ist hier das Deck. Hier seht ihr wirklich, also wirklich an alles gedacht worden. Wir haben relativ große Löcher für wirklich verschiedene Wicklungen einzusetzen. Das heißt Dual Coil, Single Coil. Dann natürlich Clapton, Alien Wire, hier passt also wirklich alles durch. Die Airflow Control mit den riesigen Löchern geht direkt unterhalb die Wicklung. Die Watte sollte dann bitte einfach durch die Wicklung in diese kleinen Löcher gesetzt werden, damit diese Wicklung, oder mehr sagt die Watte, bei den kleinen Löchern so ein bisschen rausguckt, um genug Liquid aufzunehmen. Die Wicklung also einfach draufpacken, Watte unten rein, das ganze System befeuchten und dann natürlich hier wieder den Verdampfer zusammensetzen. Handfest anziehen, wie gesagt, alle Dichtungen am besten mit Liquid ein bisschen befeuchten. Dann einfach hier oben wieder hochziehen und den Verdampfer durchs Top-Filling-System hier befüllen. Das Ganze verschließen. Drip-Tip oben drauf, entweder nehmt ihr das, was mit dabei ist, oder ihr nehmt halt jemand eins, was ihr gerne habt. Und schon ist der Billow V3 hier einsatzbereit und macht wirklich auf jeden Verdampfer was her, weil der sieht wirklich gut aus, ob ihr jetzt einen Tube habt oder eine Box-Mod habt. Das ist wirklich ein sehr schöner Verdampfer, der wirklich viel Platz bietet für die verschiedenen Wicklungen. Wie gesagt, zwei fertige sind ja schon mit im Verpackungsinnen enthalten. Diese Wicklungen, die dabei sind, und natürlich Watte, dann könnt ihr direkt loslegen. Ja, so wie ihr sehen konntet, der Billow V3, also ich bin ja echt ein begeisterter Nutzer des Billow schon seit der ersten Version. Billow 1, Billow 2, ich habe es ja eigentlich alle getestet. Der Billow V3 hat wirklich nochmal alles, was gefehlt hat beim 2er, ist jetzt beim Billow V3 enthalten. Auch in diesem Set wieder alles, was ihr benötigt. Also wenn ihr schon den Billow 1 und Billow 2 habt und auch wisst, was ihr daran schätzt, dann werdet ihr den Billow V3 definitiv noch weiter schätzen, weil das Teil ist wirklich das optimale Gerät und die Steigerung wirklich zu den ersten beiden Versionen. Da hat EH Pro wirklich aufgepasst und das Beste in den Billow V3 gepackt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!